Nein, das sind nicht die Flutlichtmasten des Georg-Melchel-Stadions, sondern die des Bochumer Revierpower-Stadions. Dort traf sich Rot-Weiß TV mit RWE-Verteidiger Alexander Tamm und Schwarz-Weiß-Stürmer Sebastian Westerhoff, um über das Stadtderby am Samstag zu sprechen. Doch die beiden verbindet mehr, zum Beispiel die Bochumer Vergangenheit. Wester und Alex über ihre Freundschaft. Ja, wir kennen uns ja halt schon relativ lange, muss man schon sagen. Wir haben uns so richtig kennengelernt hier bei den Amateuren, würde ich sagen. Kannten uns vorher halt dadurch, dass wir räumlich sehr nah beieinander gewohnt haben. Damals schon, ja, aus der Zeitung. Und ja, aber richtig Freunde geworden, denke ich, sind wir halt hier beim Bochum Amateuren. Oder auch abends im Bermuda-Dreieck dann halt. Des Öfteren, ja. Wester und Alex über den Rivalen. Verfolge beide Mannschaften schon etwas länger. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr, wo ich noch für Lotte gespielt habe, da habe ich mal des Öfteren auch Spiele vom ETB angeguckt und habe da auch die Daumen gedrückt, weil ich halt mit vielen Leuten vom ETB zusammengespielt habe, wie mit dem Wester oder Björn Grallat oder Tobias Ritz zum Beispiel, kenne ich schon lange. Martin Setzke, der jetzt die ganze Saison lang leider verletzt ist. Und gut, in der aktuellen Saison ist es natürlich so, wir sind Stadtnachbarn, Stadtrivalen, wie man es auch immer sagen möchte. Und Fakt ist, der ETB ist sicherlich eine von fünf Mannschaften, die man, ich sag mal, in der Rechnung haben muss, wenn es um die ersten fünf Plätze geht. Und klar, wir können alle die Tabelle lesen, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, wo ETB steht, wir wissen um die Anzahl der gespielten Spiele. Und insofern wird es natürlich in erster Linie für die Fans, sag ich mal, ein ganz besonderes Spiel am Samstag. Und ja, für uns beide, denke ich mal, ist jetzt nicht das erste Aufeinandertreffen, aber in so einem Derby, wo dann halt fast schon wirklich eine Bundesliga-Kulisse erwartet wird, da ist es dann doch nochmal ein extra Motivationsschub, ne? Ja, verfolgen tut man das gerade RWE natürlich besonders, gerade seit dieser Saison, weil es schon was Besonderes ist, dass so ein Traditionsverein mit wirklich noch so hohem Fanpotenzial halt in der NRW-Liga spielt. Macht natürlich Spaß, wenn man das auch, selbst wenn man nicht gegen sie spielt, wenn man dann hört, wie viele Zuschauer auswärts mitfahren, wie viele Zuschauer zu Hause da sind. Ich denke mal, das ist was ganz, ganz Besonderes und gibt es, glaube ich, selten in fünften Ligen, egal wo man guckt auf der Welt. Und ja, daher verfolgt man das natürlich auch und ja, sportlich natürlich auch. Hat vielleicht nicht jeder am Anfang der Saison damit gerechnet, so, dass sie so durchstarten, aber gut, sie haben gezeigt, sie haben eine gute Truppe, denke ich, sind relativ ausgeglichen, stehen zu Recht da oben, denke ich mal. Und ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir den Abstand nicht zu groß werden lassen. Wir wollen natürlich gewinnen, um ihn zu verkürzen. Weil ein Unentschieden bringt uns nicht so wirklich weiter. Deswegen denke ich mal, wird das schon ein ganz gutes Spiel und ja, vor allem ein interessantes Spiel. Wester und Alex über die Kulisse. Ja, wir haben es ja letztes Jahr im Pokalfinale schon einmal gehabt. Da waren, glaube ich, auch annähernd 10.000 da. Da war fast genau die gleiche Mannschaft auf dem Platz, die jetzt am Sonntag auf dem Platz stehen wird. Deswegen kennen wir es. Mal reingucken, die Aufstellung vom letzten Jahr. Ja, deswegen kennen wir es einmal, aber natürlich ist es was Besonderes und für jeden Einzelnen ein Highlight. Wie oft man das noch haben wird, weiß man nicht. Also für uns, gerade für unsere Fans ist es halt ja, das Spiel des Jahres. Wir, die jetzige Mannschaft, hat vielleicht noch was gut zu machen. Herr Wester hat es ja gerade angesprochen, durch die doch mehr als ja, frühe deutliche Pokalniederlage. Deutlich jetzt nicht vom Ergebnis her, aber da stand es ja, glaube ich, nach 4 Minuten schon 2-0 für den ETB. Und ich denke, wir haben uns da im Hinspiel schon ein bisschen für revanchiert und jetzt wollen wir aber natürlich zu Hause da auch nochmal die Verhältnisse gerade rücken. Wester und Alex über den jeweils anderen. Ja, gut, Alex ist natürlich ein abgezockter Innenverteidiger. Denke auch unangenehm gegen ihn zu spielen, weil gerade bei mir weiß er, glaube ich, sehr gut, was ich halt so mache, wenn ich den Ball kriege. Und das macht er bei anderen Gegenspielern aber halt auch schon sehr gut. Antizipiert halt sehr gut und ja, kopfballstark, müssen wir nicht drüber reden, ist er definitiv. Ja, technisch guter Spieler, was nicht jeder Innenverteidiger in der Liga ist und er dadurch natürlich auch ein paar Vorteile hat in der Spieleröffnung und
Ja. In der Weste, der hat halt die große Qualität, die man halt auch fast gar nicht verteidigen kann, dass er halt weiß, wo das Tor steht. Und wenn er den Ball halt mal im 16-Meter-Raum oder um den 16-Meter-Raum rum hat, dann weiß er, egal ob mit links oder rechts, wo der Ball auch hingehört. Dass er technisch gut ist, müssen wir nicht drüber reden. Und jetzt habe ich mir das Pokalspiel gegen Felbert angeguckt, das Viertelfinalspiel. Und da hat er auf einmal in der 105. Minute einen Antritt hingelegt, wo der den beiden Innenverteidigern weggelaufen ist. Also die Qualität kannte ich jetzt noch nicht, dass er wirklich so schnell ist. Und da muss ich dann sicherlich auch nochmal aufpassen, dass er mir da nicht mal wegläuft. Wester und Alex über Wetten und Tunnel. Ja, das hat er so ein kleines Verbalscharmützel gegeben zwischen uns beiden. Und klar, der Wester als Stürmer hat natürlich gesagt, dass er uns einen reinhauen will. Gut, ich als Innenverteidiger kann halt natürlich erstmal nur dagegen halten und habe dann gesagt, dass ich probiere, ihn halt einmal zu tunneln im Spiel. Und hat leider, oder Gott sei Dank, beides nicht geklappt. Also in erster Linie bin ich ja froh, dass der Wester uns keinen reingelegt hat. Und ich hatte es dann zweimal probiert, ihn zu tunneln, was dann leider beides mal nicht geklappt hat. Dafür sind wir, vielleicht darf ich das ganz kurz dann als Randgeschichte erzählen, waren wir einen Tag vor Heiligabend, waren wir zusammen in der Halle spielen. Und da habe ich es dann tatsächlich geschafft, ihn mit der Sohle zu tunneln. Und insofern denke ich, muss ich mir jetzt ein neues Ziel suchen. Und vielleicht kommentierst du nochmal den Tunnel, den du da in der Halle bekommen hattest. Ich kann mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ja, ungern, aber mache ich dann mal. war halt ein Tunnel, den eigentlich kein Spieler gerne bekommt. Er stand mit dem Rücken zu mir, ich stand hinter ihm halt und er guckt halt in die andere Richtung und tunnelt mich dann mit der Sohle. für mich erstmal unangenehm, aber gut, solange das am Samstag nicht passiert, denke ich, kann ich da noch mit leben. Aber ich denke mal, die Wette, gut, meine Wette wird stehen bleiben. Ich versuche ein Tor zu machen. Für ihn müssen wir uns dann noch was anderes überlegen. Weiß ich nicht. Wir probieren zu gewinnen. Dann kannst du ein Tor machen und wir gewinnen 2-1. Und dann trinken wir nachher zusammen Stauder. Lade ich dich ein. Ja. Können wir so machen. Okay. Also nicht, dass ihr gewinnt, aber die Wette können wir gerne so halten. Okay, steht die Geschichte. Wester und Alex über ihren Derby-Tipp. Ich tippe, dass wir 2-1 gewinnen werden. Tore 1-0 Tam für Rot-Weiß, dann 1-1 Heinzmann, 2-1 Westerhof. Ja gut, also wenn es bei uns noch was in diesem Jahr zu verbessern gibt, dann sicherlich das, dass wir noch nicht zu Null gespielt haben. Und also mir würde es dann reichen, wenn wir 3-0 gewinnen. Zweimal Lenz, einmal Köp. Denke ich, ist können wir da beide schön zusammen Karneval feiern, was wir uns für Montag dann auch vorgenommen haben. Und dann können wir da das Spiel nochmal in Ruhe zusammen analysieren.